herzlich willkommen zur Traumflieger Makrowelt. Heute mal wieder die Makrowelt. Es geht um gigantische Auflösungen im Makrobereich, also um sich praktisch nahezu unbegrenzt einzoomen zu können in Makroaufnahmen. Hinter mir sehen Sie so ein Beispiel, das werden wir auch nochmal besprechen. Das ist so eine Skorpionsfliege, extrem groß ausgedruckt, aber eben auch detailliert. Das ja, stellt schon hohe Anforderungen an einen Makrofotografen. Wir haben ja auch schon gigantische Makrobeispiele, unter anderem sagen wir mal, eine Gelbflechte oder auch von Präparaten. Jetzt geht es um ein Mohnbrötchen, also ein klassisches Mohnbrötchen vom Bäcker. Diese Mohnsamen, wenn man sie sich genauer anguckt im Makrobereich, sehen die fantastisch aus. Mich haben die einfach fasziniert. Die haben so, ja, so wabenähnliche Strukturen, die man natürlich erst im Makrobereich erkennt. Da habe ich einige Testaufnahmen gemacht. Da gibt es auch noch ein Video jenseits von 1:1, wo wir dann zeigen, mit welchen Makroobjektiven und Vorsatzlinsen, Zwischenringen, Retroadapter und so weiter da in den Makrobereich näher vordringen kann. Da haben wir als Beispiel auch diese Mohnsamen, haben wir auch einzeln in der Tüte gekauft, so als Backmaterial, als Backzubehör, sag ich mal, wenn man selber irgendwas backen will, kann man kaufen. Haben wir einzelne Mohnsamen dann als Motiv benutzt. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, Mensch, ich gucke mir mal ein Mohnbrötchen an und vielleicht sehen die Mohnsamen da ja auch noch gut aus. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich will doch mal versuchen, das ganze Mohnbrötchen in gigantische Auflösung abzulichten mit ja, Gigapixel-Auflösung. Ja, und ob das geklappt hat und wie ich dabei vorgegangen bin, das will ich Ihnen hier einmal zeigen. Also ab mit den Brötchen in den Backofen, beziehungsweise das ist hier eine Art Lichtzelt, ein Lighting Case von Nangwang hier zu sehen. Da gibt es noch ein anderes Video, wo wir das näher vorstellen, dieses Portable LED Lighting Case. Sehr schön das Licht und sehr schön für ja, Studio-Makroaufnahmen geeignet. Und hier die Kamera, die ich für den Panorama-Stack verwende, eine Olympus OMD EM1 Mark II, ein M-Zuiko 60-2,8 Makro, zwei Zwischenringe von JJC, Automatik-Zwischenringe vorne, eine Nahlinse noch zusätzlich drauf, eine Raynox MSN bzw. DCR 250 ist da vorne drauf und dann habe ich hier einen Fernauslöser und eine interne Fokus-Bracketing-Funktion aktiviert. Das heißt, ich kann automatische Schärfenreihen durchführen. Das geht sehr schnell an der Olympus. Und das ist eigentlich auch mit ein Grund, warum ich das Ganze hier so einsetze. Weil die Olympus da eine sehr schnelle automatische Schärfenreihe durchführen kann. Ja, und dann löse ich das Ganze abschnittsweise aus. Das heißt, ich mache hier ein Makropanorama und stacke. Das heißt, ich führe Schärfenreihen in einzelnen Abschnitten durch. Das wird dann später verrechnet in Helikon Focus Pro. Also das ist dann noch eine Stacking-Software, wo ich dann am PC diese Schärfenreihe, die Sie hier sehen können im Live-Bild, dann später verrechne. Und ganz zum Schluss muss das Ganze dann noch als Panorama verrechnet werden. Das wird dann der letzte Schritt sein. Aber hier nehme ich jetzt zunächst das Ganze abschnittsweise auf. Und ja, hier können Sie also in Realtime, in Echtzeit sehen, wie das Stacking vorgeht. Die Schärfenreihe ist jetzt am hinteren Ende angekommen. Hier sehen Sie noch die Parameter, die ich nutze. Also F4 habe ich hier eingestellt, etwas unterbelichtet. Und je nachdem, in welchem Abschnitt ich mich dann befinde, jetzt verschiebe ich den Abschnitt seitlich. Das heißt, ich gehe hier zeilenweise vor, von unten nach oben. Das wird am Ende dann eine ganze Reihe von Abschnitten werden. Das werden dann rund 400 Abschnitte, 394 Abschnitte. Also das ist richtig viel Arbeit. Und das Ganze wird dann jeweils gestackt. Hier nochmal am Monitor zu sehen, ISO 400, F4. Hier starte ich jetzt mit einer 60stel. Und hier können Sie jetzt schon die Mohnsamen im Detail erkennen. Ich habe hier eine hohe Vergrößerung. Das ist auf Kleinbild umgerechnet 5:1. Also das ist so wie mit einem Lupenobjektiv bei 5:1 Maximalvergrößerung am Vollformat vergleichbar. Auch
knackscharf bei 100% Ansicht. Und hier muss ich aufpassen, dass ich nicht verwacke während der Aufnahme. Also hier bin ich auf dem Laminat, muss ruhig stehen, damit sich die Schärfeebene durch Durchbiegen durch mein Gewicht und Gewichtsverlagerung nicht verschiebt. Und ja, hier gibt es einige kleine Fallen, auf die man dann achten muss. Ich unterbreche den Stack dann manchmal mitten in der Schärfenreihe, weil sich die Helligkeit erhöht. Das haben wir auch schon mal erläutert in der Makrowelt, womit das technisch zusammenhängt. Und jetzt verrechne ich das Ganze. Die Stacks, da nutze ich eine Stabelfunktion. Seit Helikon Focus Pro in der 7er Version gibt es eine Stabelverarbeitung. Da bin ich heilfroh drüber, weil wenn ich jetzt so viele Stacks verrechne, wie gesagt insgesamt knapp 400 Stück, dann ist eine Stabelverarbeitung natürlich besonders hilfreich. Hier habe ich mal die verrechneten Abschnitte zusammengefasst. Hier kann man also sehen, die einzelnen Stacks, wo ich die Schärfe verrechnet habe, hier mal eingezoomt in einen Abschnitt. Das Ganze verrechne ich dann gleich. Das ist nicht ganz ohne, da braucht man richtig viel Performance. Hier habe ich schon verrechnet, das kann man in Photoshop machen. Da gibt es natürlich noch andere Panoramaprogramme. Ja, da kommt man natürlich eventuell an die Grenzen der Leistungsfähigkeit des Rechners heran. Und hier stelle ich jetzt noch das Umfeld frei, weil ich da doch einen etwas attraktiveren Hintergrund noch hintersetzen will und die Kanten sollen auch sauber aussehen. Also um dieses Freistellen komme ich nicht drum herum, hier mal im Zeitraffer zu sehen. Also da wandere ich um das Gesamtpanorama herum. Das ist ein bisschen Arbeit, aber die sollte man sich machen, wenn man sowas macht. Und dann ist das Ganze auch fertig. Das hat doch ein paar Tage gedauert, gute 3 Tage. Arbeit stecken in diesem Brötchen drin. Das sind also ja gut 130.000 Einzelbilder verrechnet und das ist also 1,7 Gigapixel groß, das Ganze. Sie können sich das angucken auf unserer Webseite und sich auch auf der Webseite einzoomen. Hier habe ich das mal aufgerufen, also in der Abteilung Makrofotografie Gigapixel Makros. Da können Sie dieses Beispiel nutzen und sich einzoomen. Und dann ja, sich das mal angucken, wie stark man sich da einzoomen kann und ja, wie die Mohnsamen auf so einem Mohnbrötchen eigentlich aussehen. Also das hat schon eine Faszination, wie ich finde, sich in so einem Nahbereichsmotiv fast beliebig einzoomen zu können. Steckt aber auch sehr viel Arbeit dahinter, wenn man sowas macht. Das sollte man nicht unterschätzen. Da gehört einiges dazu, was zusammenpassen muss. Und ja, ein bisschen Disziplin bei der Aufnahme braucht man auch, weil allein die Aufnahme dauert einige Stunden und die Verrechnung, ja, das kommt dann noch später dazu. Gigapixel hat das Bild also mit 130.000 Einzelaufnahmen, 394 Abschnitte, jeweils a 330 Bildern, wo ich dann ja so eine Schärfenreihe durchgeführt habe, also Focus Stacking in 394 Abschnitten, das Ganze als Panorama montiert, hat das Ergebnis hervorgebracht, dieses Brötchen, also extrem vergrößert mit rund 51.000 Pixel in der Breite mal 33.000 Pixel in der Höhe, ausdruckbar in 300 dpi, über 4 Meter könnte ich es ausdrucken. Da gibt es eigentlich kaum noch Ausbelichter, die in einer solchen Breite das ermöglichen. Da könnte ich auch in der Höhe so gut 2 Meter ausdrucken in 300 dpi, also extrem vergrößert. Sie können sich das angucken auf unserer Webseite traumflieger.de unter Gigapixel Makro. Dieses Brötchen können Sie sich beliebig, fast beliebig einzoomen und die einzelnen Mohnsamen, wenn Sie wollen, begutachten. Also, dieses Brötchen sieht nicht nur so appetitlich aus, sondern ist ja auch faszinierend, weil man sich fast unbegrenzt auf die einzelnen Mohnsamenkörnchen einzoomen kann. So viel im Moment zu diesem Mohnbrötchen. Es wird hier natürlich auf traumflieger.de weiterhin vieles zur Makrowelt geben und wir haben natürlich auch eine Fotozeitschrift, die Traumflieger Makrowelt, und es gibt auch bald, das dauert noch ein bisschen, ein Buch zum Focus Stacking, also um Schärfenreihen durchzuführen. Da gibt es ja viele
Dinge, auf die man dann achten sollte. Da wird es ein Buch zu geben. Und auch zur Pilzfotografie kommt demnächst ein Buch. Also um in die Welt der Pilzfotografie tiefer einzusteigen, demnächst ein Buch auf traumflieger.de. Ein großer, interessanter Bildband, den werden wir Ihnen ja nochmal einzeln vorstellen. So viel im Moment also zu Gigapixel, Makros und diesem Mohnbrötchen. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Thank you.